Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem erneuten Video hier in Black Ops 2. Ich dachte mir, ich spiele heute Abend noch eine Runde, weil ich will ja besser werden schließlich. Und besser wird man ja nur, wenn man mehr spielt. Denn auch wenn Call of Duty Advanced Warfare rauskommt, will ich natürlich bessere Gameplays erspielen. Deswegen spielen wir noch eigentlich Spaß mal eine Runde. Ja, ich würde sagen, da überlege ich jetzt gerade ein bisschen. Vielleicht für alle. Und es ist halt schon ziemlich spät im Moment, aber ich dachte mir, ja, es ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt leise oder lauter rede, im Großen und Ganzen juckt es ja niemanden, denke ich persönlich. Und deswegen, ich habe mir immer so Gedanken gemacht, ja, juckt es jetzt die Leute, ob ich jetzt leise oder lauter rede? Oder juckt es sie nicht, wer weiß. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass es mich persönlich vielleicht nicht so ganz jucken sollte, ob es jetzt abends oder morgens ist, denn Video ist halt ein Video, ne? Und es ist ja egal, Hauptsache man spielt ein bisschen. Ich werde, also wenn ich abends aufnehme, solange ich noch in dieser Wohnung lebe, ich weiß nicht, wie es bei der anderen Wohnung aussieht. Ob ich da genauso leise sein muss, ich weiß es nicht. Und selbst wenn, dann ist es halt so, dass ich abends halt ein bisschen leise sein muss. Da muss man sich halt dran gewöhnen. Ich denke, bei keinem ist es anders. Auch wenn meine Nachbarin hat... Ach, spielfrei für alle, okay. Ich dachte, ich spiele gerade Team Deathmatch oder Abschluss bestätigt. Naja, gut. Gut, dann wollen wir mal loslegen. So. Das Kabel nervt ein bisschen. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Hab ein Problem. Oh mein Gott. Wo ist er? Nein. Ich pack das Kabel raus. Das nervt wirklich. So, jetzt geht's besser. Jetzt ist es besser. Ist ein bisschen schade bei dem... Oh nein. Stopp, 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 stopp. Gott, wie ich Angst habe von dem Spasti. Also es geht ja mal gar nicht klar. Scheiße. Von da wahrscheinlich. Das hat keinen Sinn. Ich habe keine Chance gegen den. So. Endlich, vielen Dank. Da steht 3 zu 3. Wow. Oh mein Gott, der hat einen Shot. Nein, nein, nein. Nein. Was habe ich da gemacht? Das war mein Fehler, scheiße. Ach Gottchen. Nein. Nicht jetzt. Oh nein. Komm schon. Ich will ihn unbedingt töten. Ach, der weiß, dass ich da bin. Na, wo ist er? Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Was ist das denn? Wie unfair ist das denn, bitteschön? Meine Güte. Ich verwende gerade übrigens... Oh Gott, der nervt wirklich. Das ist echt ein Loser. Sorry, aber dass ich so sage, aber das ist wirklich ein Loser. Ja. Danke, vielen Dank für 2 Kills, ihr Missgeboten. Feindliche Drohne nähert sich. Mach ein bisschen... Oh nein, 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 oh Gott. Ey, das ist kein... Ich brauche Schalldämpfer auf dieser Waffe, wirklich. Ist auch ein bisschen problematisch ohne Schalldämpfer. Oh nein, da ist jemand. Ich sehe ihn. Okay, der wurde eliminiert. Ja, brauche ich mich gar nicht mit anzulegen. Oh Gott, dieser Sniper, meine Güte. Ah, es geht mir so auf die Nerven. Ich hasse Sniper, oh Gott. Also hat der mich jetzt erledigt. Er hat sogar einen Hitmarker, oh mein Gott. Ach, scheiße. Was ist denn los jetzt im Moment? Was? Ich bin gerade erst gespawnt. Ich bin gerade erst gespawnt. Also das ist, sind noch viele Deutsche, denke ich, auch hier. Die ziemlich tryharden, muss man dazu sagen. Alter Schwede. Wow, ich habe eine Drohne. Oh nein, ich hätte mich nicht zeigen müssen. Scheiße. War nicht so schlau. Ah, Sniper wieder da hinten. Gut, auf wen soll ich... Ja, ich warte auf ihn. Ach, scheiße. Der... Schnell hinlegen, genau, und jetzt... Durchlaufen, damit er mich Sniper. Damit mich der Sniper nicht bekommt. So, ich führe jetzt wenigstens mit ein paar Kills. Ich verwende jetzt übrigens ein anderes Mikrofon schon wieder. Also mein altes verwende ich. Ich weiß. Also ich werde sowieso beide verwenden irgendwie. Oh, gib mir da 2 Kills. Gib mir. Oh komm, C4, C4. Oh nein. Nice. Nice.
Da, von da kommt einer. Wow, nice, Mann. Na, ah! Und dann macht mir der Sniper alles kaputt. Normalerweise verwende ich eigentlich beide Mix. Also, eigentlich verwende ich immer eins, aber ich muss sagen, das andere. Ach. Sagen wir mal, beide haben Vor- und Nachteile. Ach, es wird nie klappen. Ernsthaft. Ach, mein Auge juckt. Oh, nice, 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 Mann. Weiter, 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 weiter. Nice, 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 nice. Drohne steht bereit. Oh, nice, Mann, nice, Mann, nice, Mann, nice, Mann, nice, Mann. So, mal sehen. Ich muss auch dazu sagen, die Gegner hier sind ganz schön gut. Also, die sind echt nicht schlecht. Oh mein Gott. Alter Schwede, die kommen alle angerannt. Ich zerstöre die gerade. Ich bin gerade auf einen guten Streak, muss ich sagen. Naja, was heißt guten Streak eigentlich? Oh, nice, 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 nice. Immerhin weniger als 10 Tode. Also, ich sag mal so, ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. So, dann spielen wir auf jeden Fall noch eine Runde. Ja, und zwar, ich habe das andere benutzt. Ich kann euch das mal kurz zeigen, einen Moment. Und zwar ist es das Rode Podcaster. Das ist das hier. Das ist ziemlich groß und sieht so aus wie in so ein Dildo. Also für Frauen eigentlich perfekt. Naja, sieht ein bisschen hart, ein bisschen dick aus. Aber ansonsten, ist es ziemlich gut. Aber irgendwie ist die Soundqualität dann doch nicht so toll. Ich weiß nicht. Ach, ich kann es wirklich gar nicht so wirklich sagen. Also ein paar Leute haben ja auch gesagt so, ja, das ist... Oh, Uplink, nice, bitte wild. Ach, die haben keinen Geschmack, die Leute hier, ist ja auch egal. Ein paar Leute haben ja auch so gesagt, ja, die Qualität ist schon sehr wichtig. Und ich muss sagen, die Qualität dieses Mikrofons, es stimmt einfach mehr Stimme auf, habe ich das Gefühl. Aber es hat auch Nachteile. Zum Beispiel, ich weiß nicht genau, was der Nachteil ist. Man muss einen Popschutz haben, den ich im Moment nicht habe. Aber ihr werdet sowieso kein Poppen hören, außer wenn ich schreien werde. Dann vielleicht... Weil wenn ich reinpuste, könnt ihr euch mal anhören. Hört man wahrscheinlich, ne? Das ist, dass wenn man keinen Popschutz drin hat oder wenn man zum Beispiel P-Laute hat, dann hört man so ein kleines Rauschen im Mikrofon. Das ist bei dem nicht so. Hier müsste ich dann so einen schwarzen Popschutz drin drauf haben und ich finde ihn immer ein bisschen nervig, aber die Qualität von dem ist einfach besser. Das muss man ja wirklich so sagen. Und ja, die nächste Map, auf der wir spielen, ist Cove. Internationale Gewässer, frei für alle. Ich werde auch wahrscheinlich erstmal ein paar Folgen für euch aufnehmen und dann werde ich die auf geplant stellen. Dann werde ich die halt jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit veröffentlichen, damit ihr die euch ansehen könnt. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich habe andere Road to Madness am Laufen gerade, aber ich habe gerade irgendwie mehr Lust auf Black Ops 2. Es macht mir einfach mehr Spaß. Tut mir leid. So, mal sehen, was ich diesmal reißen kann. Oh mein Gott, schafft es. Nein! Ach, Sniper machen mir mal alles kaputt. Scheiße, Mann. Übrigens, auf dieser Map habe ich noch nie Fly for All gespielt. Und ich sollte mir das Nachladen abgewöhnen, weil ich will gar nicht so oft nachladen. Oh nein! Ich kann es nicht glauben. Was? Also kommt schon, Leute. Ich hätte... Es hat noch ein Schuss gefehlt. Nur noch ein Schuss hat gefehlt. Oh Gott, er führt. Gott, ich hasse das, wenn die Gegner führen. Ich muss mir mehr Mühe geben. Oh nein. Oh shit. Gott, das wird ein hartes Game. Die Gegner sind hier aber auch ganz schön gut, muss man dazu sagen. Muss ich auch wirklich zugeben. Also ich kann... Sind halt meistens schlecht, aber sind in diesem Video ganz schön gut. Beziehungsweise in der Lobby. Oh mein Gott. Endlich mal. Drohne steht bereit. Oh nein. Ah, nur weil ich die Drohne aktiviere. Guck mal den Spawn an. Guck mal den Spawn an. Dass er mich gar nicht auf der Karte sieht, ne? Ist ja echt ein Phänomen, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er?
Oh Gott, ich kann das gar nicht einschätzen jetzt von da. Ja, Bitch, deine Schrotflinte reicht nicht. Drohne erwartet Befehle. Nice Drohne, aber ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Drohne nähert sich. Wieso nur? Keine Ahnung, wo der hin läuft. Von da auch. Ach. Ach, die kommen doch ehrlich gesagt von überall, Alter. Scheiße. Feindliche Drohne nähert sich. Ist mir gerade ein bisschen zu viel. Nein. Oh Gott, ist das ein Trottel. Naja, gut. Nein! Oh, die Sniper, Mann. Ja, das war scheiße. Das war unfair, aber passiert mir auch jeden Tag, also kann man halt nicht ändern. Ich hätte C4 werfen können, aber ich würde sterben. Mit meinen C4-Skills. Kann man es ja auch nicht anders sagen. Na, wenigstens bin ich am Gewinnen, aber es bedeutet einfach nicht viel. Es bedeutet einfach nicht viel. Drohne erwartet Befehle. Verbündete Drohne nähert sich. Nein, den habe ich nicht gesehen. Oh, wie scheiße. Komm, wo ich spawne schon wieder. Nice. Man muss es einfach lernen, habe ich das Gefühl, mit dem C4 jetzt umzugehen. Das muss man einfach lernen, denke ich. Also es geht, da führt kein Weg hinaus. Einfach immer wieder einpacken und dann kann man es irgendwann. Das ist wie so Sex. Einfach immer wieder probieren und dann kann man es irgendwann. Ja, ja, super witzig, der Danny mal wieder. Oh, was zum Teufel? Der ist doch gerade da gespawnt, ne, ja. Guck mal, ich auch. Ich wundere mich immer, wieso er von so einer Entfernung schießt. Aber diese Schrotflinte hat ja mal voll die Reichweite, ne? Drohne steht bereit. So, hier kann man sich auch gut verstecken. Nein! Drohne nähert sich. Oh, Mann. Da hinten. Ich sehe euch. Ich sehe dich. Ich sehe dich. So, nice. 30 zu 10. Ich muss sagen, im Moment halten wir es bei einer 3er KD. Was eigentlich relativ in Ordnung ist. Ich werde noch ein Spiel spielen. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie es dann aussehen wird. Die Frage ist, kann ich die 3er KD halten? Das würde mich persönlich sehr interessieren. Ob ich bei der 3er KD bleiben kann. Im Moment sieht es ganz gut aus. Nur das Problem ist immer am Anfang. Da bin ich mal am Verlieren. Ich meine, solange ich nicht zum Schluss am Verlieren bin, ist ja eigentlich alles gut. Aber ich würde gerne eigentlich schon von Anfang an richtig dominieren. Das wäre mein Ziel so persönlich. Ja, wir machen Zufall. Ich habe eigentlich gar keinen Bock so wirklich, ja. Wir machen Zufall. Das sind auch zwei neue Maps. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde die Maps auch löschen, weil im Großen und Ganzen nervt ich mich nur. Sondern wenn wir erstmal gucken, was wir für die Waffe... jetzt haben wir wenigstens Schalldämpfer. Vordergriff hat einer gesagt, bringt nichts, aber doch, bringt schon was. Weil auch die AN94 hat einen Rückstoß und dieser wird halt ein bisschen runtergesetzt. Was mir persönlich ziemlich hilft, um mein Aiming wieder zu verbessern. Weil es ist ja momentan nicht so gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal... vielleicht habe ich schon die falschen Killstreaks dabei, weil im Moment erreiche ich die einfach nicht. Ich würde sagen, wir packen erstmal die Konterdrohne rein. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Weil mein persönliches Ziel wäre es ja erstmal jetzt, den Orbitalsatellit zu bekommen. Aber irgendwie in letzter Zeit funktioniert es einfach gar nicht, muss ich sagen. So gar nicht. Ich weiß nicht wieso. I don't understand, man. To be honest, I don't understand anything. So, auf Plaza. Indischer Ozean. Frei für alle. Sehr schön. Bester Ladescreen ever. Dieser Ladescreen vergeht hier so schnell, ist mir aufgefallen. Also, ich meine, der ist einfach schon wieder weg irgendwie. Der weiß gar nicht, um was es geht hier in diesem Leben. Ne, er lädt noch, oh mein Gott. Ja, seht ihr, jetzt schon vorbei. Gut, dann werden wir erstmal hier die AN94 nehmen. Mit Schalldämpfer, da will ich mal sehen, ob Vordergriff eine Pflicht ist oder nicht. Aber ich denke eher nicht. Rein und wieder raus, reibungslos. Oh mein Gott, ist der pervers. Oh mein Gott, scheiße. Wo sind die denn alle heutzutage? Nice, und jetzt bleibe ich unentdeckt, ne?
Wie ungewohnt, Alter. Da kommt einer hundertprozentig. Oder auch nicht. Guck mal, der läuft einfach weiter. Was für ein Trottel, Alter. Ah, da hinten ist einer. Von wo kommen die? Oh Gott, das ist so lange her auf Plaza. Ich muss mehr spielen. Oh, fast. Ja, nice, Drohne. Oh mein Gott, wie knapp. Ich bin so schwach. Nice, wir haben Konterdrohne. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Schnell weg. Nein. Oh, ich habe keine Reaktion. Ich kann nicht. Mein Finger, bis der auf B ist, das dauert einfach zu lange. Ich bin auch ohne Scheiß mit dem Scuff hundertprozentig getötet. Er wird hundertprozentig tot mit dem Scuff. Hundertprozentig. Aber mit. Sorry, es geht gar nicht. Na, dann hoffen wir mal, dass es diese Scheißgranaten dort, also diese Blendgranaten oder Schockladung, keine Ahnung, wie die heißen. Oh, Scheiße, der Typ ist gefährlich mit seiner Waffe. Ja, ist Vordergriff ist bei dieser Waffe nicht nötig. Ich versuche die so ein bisschen zu hören, aber hier hört man einfach gar nichts. Ja, seht ihr? Wow, ich weiß nicht, wie ich den noch bekommen habe. Ernsthaft nicht. War Glück oder er war einfach schlecht. Eins von beiden. Ja, er war definitiv richtig schlecht. Konterdrohne in Bereitschaft. So. Da kommt da lang. Oder hier ist auch noch einer, glaube ich. Ja, da hinten. Oh, Scheiße. Wer war das denn, bitteschön? So, ich denke, die spawnen da hinten. Ich führe gerade mit 5 Kills. Was nicht allzu schlecht ist. Ist schon ein sehr, sehr toll, muss man sagen, ja. Vielleicht noch ein C4. Scheiße. Das wäre es jetzt auch gewesen. So. Bin ich auf der Streak hier, ne? Nein! Oh, Mann. Ich rushe zu viel sehr, glaube ich. Ich muss mehr patrouillieren. Oh Mann, nein. Oh, ich muss auch mal snipen, Alter, um die Gegner anzupissen, weil es nervt wirklich. Alter, das kann nicht wahr sein, bitte. Man, ich höre gar nichts. Ich höre die ganzen Gegner gar nicht. Da ist ja das Nachladen, ne? Lauter. Finde ich echt nervig, muss ich sagen, also. Verzeihung, aber. Weiß nicht, das ist echt scheiße. Keine Ahnung, was der da versucht. Oh mein Gott, was für ein Trottel, Alter. Wo ist er? Da unten. Keine Ahnung, was der vorhat. So, Konterdrohne, nice. Sehr schön. Scheiße. Nein, bitte nicht mich. Oh, er wollte auf mich sogar. Da ist einer. Aber mit dem will ich mich jetzt mal nicht anlegen. Nein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? So. Oh Gott, das ist gerade heftig. Alter Schwede. Oh, Orbital, glaube ich, ne? Gleich, oder? Orbital, ja, ne? Na, dann bin ich mal gespannt, ob ich den bekommen kann. Das alles finden sie was? Im Einkaufszentrum. Ja, Mann, nice. Endlich. Ja gut, ich bin jetzt gestorben, aber wow, endlich mal wieder. Es sind halt Fortschritte, wisst ihr? Die mich wieder besser machen, zum besseren Spieler halt irgendwie. Und jetzt zum Beispiel ist es, jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele lieben auch und so. Ich meine, jetzt ist es ja wirklich, ja,
Einfach nur ein Kinderspiel, muss man ja auch dazu sagen. Aber naja, gut. Ja, ihr seht schon. Eigentlich nicht mehr der Rede wert. Also wenn ich jetzt... Was, von wo? Der Typ wusste nicht mehr, um was es geht. Feindliche Drohne nähert sich. Nein, von hinten. Hä? Also den habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Verbündete Drohne nähert sich. Naja, gut. Ich brauche ja nicht mehr viele Kills. Ich habe noch eine Drohne oben. Sollte ich vielleicht nicht aktivieren, während mein Dings da... Ja gut, dass der hier lang kommt, war ja eindeutig. Oh mein Gott. Nice. Nice, Mann. Und wir haben eine bessere KD als 3. In drei Spielen eine bessere KD als 3. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall schon mal gute Fortschritte zum besten Spieler. Ich versuche so öfter so 31 zu 3 irgendwie sowas hinzubekommen. Das wäre nice. Oder vielleicht könnte man ja eine Serie aufmachen, wo ich versuche, im Frei vor alle zu 0 zu gehen. Aber das ist langweilig, weil sobald man einmal stirbt, ist die Challenge ja quasi schon beendet. Und ist halt ein bisschen blöd dann, ne? Aber naja, gut. So, vielen Dank fürs Zuhören, schon bewerten, kommentieren, nicht vergessen, für mehr Black Ops 2. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unserer Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!